Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe so lange nichts von mir hören lassen. Und ich möchte euch heute über meine persönliche und ganz eigene PCOS-Geschichte zu erzählen. Weil immer mehr junge Frauen mich kontaktieren, immer mehr junge Frauen werden damit diagnostiziert und ich erzähle euch einfach meine Geschichte. Ich wurde vor circa 8 Jahren mit PCOS diagnostiziert und wir sind eigentlich nur darauf gekommen, also wir, ich und meine Frauenärztin, als ich einfach keine Lust mehr auf die Pille hatte. Ich habe sie seit dem 15. Lebensjahr genommen und ich habe es einfach nie gemocht, wie die Pille meinen Körper verändert hat. Und da kann jeder Frauenarzt so viel erzählen, wie er mir möchte, dass es keinen Einfluss auf Gewicht hätte oder irgendwelche anderen körperlichen Erscheinungen. Hat mir mit der Pille einfach nicht gefallen. Es hat immer irgendwas mit meinem Körper verändert und es kam irgendwann zu dem Schluss, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr darauf, ich will das nicht. Das kann nicht gut sein. Und ich habe halt die Pille abgesetzt und wartete auf meine Periode. Und ich wartete und ich wartete. Und ich las tatsächlich auch im Internet, das kann normal sein, 3 Monate, 6 Monate, aber nach 6 Monaten sollte man vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Und das habe ich auch gemacht. Nach 6 Monaten ohne Periode bin ich dann zum Arzt gegangen, der mit mir alle möglichen Tests gemacht hat. Das heißt also, dass per Ultraschall sich die Eierstöcke angeguckt wurden und da hat er schon gesehen, beziehungsweise sie hat schon gesehen, meine Gynäkologin, dass dort relativ viele Zysten an beiden Eierstöcken, also auf beiden Seiten, vorhanden waren. Und das war schon kein gutes Zeichen. Und gleichzeitig hat meine Frauenärztin auch einen Bluttest gemacht, um zu schauen, wie meine Hormonwerte sind. Der kam auch tatsächlich so zurück, dass ich erhöhte männliche Hormone, also Androgene, hatte. Übrigens, jetzt nochmal zu alle zur Info. Ich schreibe unten auch mal den Link zu meinem Blogpost über PCOS in die Infobox, wo ihr nochmal nachlesen könnt, was PCOS ist und was für Symptome dort auftreten. PCOS ist sozusagen also eine Hormonstörung, bei der männliche Hormone erhöht sind, bei der die Periode sehr unregelmäßig ist und bei der Zysten an den Eierstöcken vorhanden sind. Es müssen nur zwei dieser drei Kriterien vorhanden sein, damit man mit PCOS diagnostiziert wird. Ich hatte alle drei. Meine Frauenärztin legt mir jetzt also, da ich alle drei dieser Symptome hatte, ans Herz, doch wieder die Pille zu nehmen. Für mich kam aber die Einnahme der Pille einfach nicht mehr in Frage und ich habe sie daraufhin gefragt, was es denn noch für Möglichkeiten geben würde. Woraufhin sie mich zum Endokrinologen geschickt hat, damit ich mal so einen Insulintest mache, weil eine Insulinresistenz ganz oft in Verbindung mit PCOS steht. Nun kam der allerdings bei mir negativ zurück, das heißt, ich hatte keine Insulinresistenz und bei mir funktioniert Insulin-Blutzuckerregulation im Körper wunderbar. Letztendlich hat mir meine Frauenärztin trotzdem Metformin verschrieben, was ich auch aus eigener Tasche bezahlen musste. Ich glaube, das war auch relativ teuer, ich weiß es nicht mehr, es ist ja schon so lange her, dass ich das auch genommen habe, weil ich auch dachte, okay, besser als die Pille, besser als künstliche Hormone, auch wenn ich heute denke, sind trotzdem Medikamente. Ich habe es einfach genommen und ich habe tatsächlich auch meine Periode damit bekommen. Ich glaube, ich habe es auch über einen gewissen Zeitraum genommen. Ich kann ehrlich gesagt nicht mehr wirklich nachvollziehen, wie lange ich Metformin überhaupt genommen habe. Auf jeden Fall gab es irgendwann in meinem Leben einen kleinen Geschlechtsverkehrunfall, weshalb ich gerne die Pille danach haben wollte von meiner Frauenärztin. Und dann hat es wirklich bei mir zum ersten Mal Klick gemacht, weil meine Frauenärztin geschafft hat, mir wirklich Angst zu machen. Sie meinte halt damals, wo ich halt eigentlich immer noch Anfang 20 war, ich halt fragte, ob ich ja halt wirklich die Pille danach haben möchte, weil mit meiner PCOS-Geschichte wäre es besser, früher anstatt später Kinder zu bekommen, weil im späteren Alter wird es schwierig mit dem Kinderkriegen. Und ich saß nur so da, oh mein Gott, diese Krankheit hat wirklich noch andere Bedenken, die ich gar nicht bedacht habe damals, weil das einfach für mich noch nicht im Kopf war, überhaupt Schwangerschaft und Fruchtbarkeit und sowas. Es war einfach noch nicht so wirklich in mir präsent. Letztendlich war für mich aber trotzdem noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich habe dann doch es mit der Angst zu tun bekommen. Meine Frauenärztin meinte trotzdem nur, Julia, mach dir keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. Sobald du irgendwie mal schwanger werden möchtest, sagst du Bescheid und dann noch während du die Pille nimmst,
können wir da schon irgendwas machen und dann kriegst du noch ein anderes Medikament und dann kriegen wir das schon hin. Und ich saß dann so, what? Aber schwanger werden ist doch das Natürlichste der Welt. Das ist doch, das hat jede Frau. Jede Frau wird schwanger irgendwie. Und warum soll das bei mir nicht so sein? Und da hat es wirklich erstmal bei mir Klick gemacht. Ich hatte wirklich Angst. Und habe nicht verstanden, warum das bei mir so unnatürlich vonstatten gehen soll. Und da hat es bei mir wirklich das in Bewegung gesetzt, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, was PCOS wirklich für mich bedeutet. Letztendlich hatte ich aber so eine Angst, dass ich die Pille wieder angefangen habe zu nehmen. Meine Frauenärztin hat mich darauf hingewiesen, weil auch meine Zysten immer noch nicht gut aussahen. Und sie wirklich meinte, Julia, da unten geht alles kaputt, da müssen wir jetzt was machen. Und das würde nur mit der Pille gehen. Und ich habe einfach die Pille nochmal genommen, weil ich einfach in dem Moment keinen anderen Ausweg gesehen habe. Aber während ich die Pille schon genommen habe, habe ich mich sehr um meine Ernährung gekümmert. Ich habe auf Clean Eating umgestellt. Ich habe Zucker drastisch reduziert. Ich habe immer sehr viel Süßes gegessen. Habe das sozusagen aufgegeben. Ich habe sehr viel mehr Vollkornprodukte gegessen, sehr viel mehr frisches Gemüse und ich habe da wirklich viel getan. Ich habe angefangen, mich mehr zu bewegen und habe damit auch ein sehr gutes Körpergefühl gehabt. Letztendlich war ich dann im Ausland und irgendwann vor 3 Jahren kam ich wieder an den Punkt, dass ich einfach diese Pille nicht mehr nehmen wollte. Und ich hatte auch kurz davor mich sehr, sehr viel mit dem Thema PCOS auseinandergesetzt. Ich habe sehr viel recherchiert und ich habe so viel Mut gesammelt, dass ich mit meiner Ernährung das eigentlich ganz gut hinkriegen kann. Und ich habe es einfach gemacht. Ich habe von heute auf morgen meine Pille abgesetzt. Heißt nicht, dass ich das jetzt jedem empfehlen möchte. Das ist wirklich das, was ich gemacht habe. Ich habe es auf jeden Fall so gemacht und ich habe auch gleich danach angefangen, Vitex zu nehmen. Mönchspfeffer, das kriegt man auch in der Apotheke ohne Rezept. Allerdings würde ich es niemandem empfehlen, das so zu machen, wie ich es gemacht habe, sondern wenn man die Pille absetzt, wirklich mindestens 3 Monate dem Körper die Zeit geben, versuchen, alleine damit klarzukommen. Und oft kommt auch schon die Periode und ich konnte es nicht. Ich habe einfach sofort genommen, würde es aber wirklich niemandem empfehlen. Ich habe auch tatsächlich 4 Wochen später meine Periode bekommen, auch immer dann relativ regelmäßig mit Vitex und ich war super happy. Ich war mit meiner Ernährung, habe mich wohl gefühlt, mit dem Sport habe ich mich wohl gefühlt, aber irgendwie habe ich gemerkt, also richtig, also ich weiß nicht, ob da jetzt alles gut ist. Bin zum Endokrinologen gegangen, ein halbes Jahr später. Ja, und dann meinte die Endokrinologin zu mir, Julia, ich kann gar nicht feststellen, dass du jemals PCOS hattest. Also kann ich gerade gar nicht nachweisen. Ja, und das hat mich so bestärkt, einfach darum weiterzumachen. Ich habe weiterhin Vitex genommen. Ich hatte ja davon auch erzählt, glaube ich. Bin mir gerade auch nicht mehr so sicher. Aber ich habe einfach so weitergemacht, wie ich bisher weitergemacht habe. Ich war ein Jahr später dann nochmal beim Endokrinologen. Und da war auch wieder das Gleiche. Die Hormone sind eigentlich okay. Da ist alles super. Das war für mich so irgendwie die Bestätigung, dass ich halt dieses PCOS gerade in diesem Moment halt nicht mehr hatte, weil ich habe meine Periode bekommen, ich hatte keine Zysten mehr an den Eierstöcken und meine Hormone waren super im Gleichgewicht, also keine männlichen Hormone waren erhöht. Dann habe ich in Australien mit einer Heilpraktikerin gesprochen, habe gesagt, hier habe ich einen Vitex, bin mit meiner Haut aber noch nicht so wirklich zufrieden, ich hatte PCOS und die hat mich dann darauf gebracht, Vitex, und das nimmst du jetzt schon fast 2 Jahre. Das ist aber nicht für den Dauergebrauch gedacht. Das ist immer gedacht, so Heilpflanzen den Körper mal einen kleinen Push zu geben, damit er sich da wieder so ein bisschen selbst balancieren kann. Und dann ist aber auch gut. Ich hatte es halt 2 Jahre genommen und sie hat mich dann dazu ermutigt, das vielleicht mal ohne auszuprobieren. Dann habe ich sozusagen, das ist jetzt 1 Jahr her, Vitex tatsächlich weggelassen, ist nicht mehr genommen und dann fing es wieder an, dass meine Periode tatsächlich so durcheinander kam, also nicht mehr in regelmäßigen Abständen, wie ich das mit Vitex gewohnt war, sondern es waren mal 35 Tage, dann waren es mal 42 Tage, dann auf einmal 65. Hat sich es aber immer wieder ein bisschen verkleinert, weil ich auch besonders dann in diesem Jahr sehr viel Kniffe nochmal für die Ernährung gelernt habe, sehr spezifische Sachen, die ich angewendet habe, die
Die haben mir wirklich unglaublich geholfen. Aber ich habe noch so viel mehr gemacht. Ich musste tatsächlich mit dem Sport aufhören. Ich habe tatsächlich zu viel trainiert, weil Stress bei mir eine sehr, sehr große Rolle in meinem PCOS spielte. Weshalb ich mich auch sehr auf Yin-Yoga konzentriert habe. Da habe ich eine sehr große Liebe drin gefunden. Dieses Stretching, diese Hüftöffner, diese Herzöffner haben mir unglaublich gut getan. Ich habe mich sehr um meine Weiblichkeit gekümmert. Ich habe Dinge gemacht, die ich schon seit Jahren nicht gemacht habe, die so im Unterbewusstsein immer geschlummert haben. Ich habe zum Beispiel mit dem Modern Dance wieder angefangen. Ich habe das wirklich als Kind habe ich mal getan. Ich habe das einfach in Australien gemacht und es tat mir so unglaublich gut. Ich bin viel weicher geworden, ich bin viel gelassener geworden. Also diese Entdeckung meiner eigenen Weiblichkeit hat mir sehr geholfen. Ich habe wirklich viel für meinen Stress getan, also den Stress senken, muss ich sagen, in dieser Hinsicht. Also Yoga gemacht, weniger Sport gemacht. Ich habe angefangen zu meditieren. Es gab so viele Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe meinen Plastikkonsum mich konzentriert. Ich habe wesentlich weniger Plastik im Haushalt. Ich habe meine Kosmetika umgestellt. Es gibt nur noch Naturkosmetik. Und es gibt wirklich so viele Dinge, die ich gemacht habe, besonders in den letzten 3 Jahren. Ich habe so viel Arbeit da reingesteckt. Muss ich feststellen, dass wirklich sehr, sehr viele kommen und die schnelle Pille haben wollen, diese Krankheit zu überwinden. Aber möchte man wirklich den natürlichen Weg gehen und die Hormone, seine eigenen Hormone auf natürliche Weise irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu bringen, dann dauert das. Dann muss man dem Körper Raum und Zeit geben, dass er sich da wieder erholen kann sozusagen. Man muss sich auch mal vorstellen, dass das ja durch den Lebensstil, den man geführt hat, entstanden ist. Und dass man das ja über Jahre hinweg aufgebaut hat und dann ist es nicht von heute auf morgen geregelt. Also das kann der Körper dann auch nicht. Der Körper ist wirklich eine so wahnsinnige Maschine und ist so, der kann so vieles leisten, aber wir müssen ihm die Zeit geben. Und für jedes Jahr, was wir krank waren, müssen wir mindestens einen Monat einrechnen, dass der Körper da wieder sich regulieren kann. Also das dauert wirklich seine Zeit. Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich das doch sehr gut hinbekommen habe und auch mittlerweile Frauen dabei unterstütze, auch ihr gesündestes und glückliches Leben zu führen. Und sehr viele kommen auch ja, wegen PCOS zu mir und suchen auch meine Unterstützung, dass ich meine ganzen Tipps rund um die Ernährung, Bewegung und Stress teile, was so vielen schon geholfen hat. So, und da war meine Kamera nicht mehr auf mich gestellt, sondern einfach nur noch auf die Lampe hinter mir. Und diesen Teil des Videos wollte ich dir jetzt so nicht mehr antun, weil das so aussieht, als hättest du die ganze Zeit eine Brille auf, so wie ich jetzt, mit der falschen Sehstärke. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal persönlich bei dir verabschieden und bedanken, dass du dieses Video und meine Geschichte geschaut hast. Und ich hoffe, dass meine persönliche PCOS-Geschichte dir auch den Mut gibt, dein PCOS auf ganz natürliche Weise in den Griff zu bekommen. Das soll natürlich kein Angriff gegen die Schulmedizin sein. Also ich finde, dass man das sehr schön im Einklang machen kann. So habe ich das auch gemacht, wie du gesehen hast. Ich war auch mit dem Endokrinologen in Arbeit zusammen, habe meine Hormone checken lassen. Aber jeder kann halt auch die Arbeit für sich selbst machen und den Lebensstil ändern. Es dauert etwas länger, aber dieser Weg, der ist es so wert. Und möchtest du mehr Tipps über PCOS, aber auch in allen anderen Bereichen hören, gib mir den Daumen hoch, schreib mir in die Kommentare, worüber du mehr erfahren möchtest, schreib mir auch alle deine Fragen, die du hast. Ich werde die alle beantworten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!